So, hallo. Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder. Wir bereiten gerade etwas vor zum Thema Fachsprachprüfungen und möchten Ihnen dazu verschiedene Informationen geben. Da geht es gleich mal los. Wir fangen an mit einem Lieblingsthema. Was soll die Fachsprachprüfung eigentlich machen? Gefordert ist im Rahmen der Fachsprachprüfung eine kompetente Sprachanwendung im berufsspezifischen Kontext auf dem sogenannten C1-Niveau. Die zugewanderten Ärzte und Ärztinnen müssen sich sprachlich flexibel und dynamisch in beruflichen Alltagssituationen bewerten können. So, das ist alles ganz toll gemeint, aber gehen wir doch mal weiter und schauen uns mal an, wie man das vor einiger Zeit gesehen hat, als man mal Zahlen festgestellt haben bei einer Ärztekammer in Nordrhein-Westfalen. Da heißt es, von 2014 bis 2018 wurden 4.800 Fachsprachprüfungen durchgeführt. Das finde ich schon ganz heftig. Aber interessanter ist die Nichtbestehensquote. Schwankt in den letzten Jahren und betrug auf alle Prüfungen bezogen bis Ende 2018 51,4%. Dadurch, das ist natürlich dann, wenn man das so sieht, ein Bruttowert, war natürlich auch die Wiederholungen hier mit reingenommen werden. Das ist also schon ganz schön heftig, aber das bestätigt eigentlich, dass jeder Zweite diese Prüfung zurzeit nicht besteht. So, und jetzt kommt eigentlich das Wesentliche, was man auf jeden Fall immer berücksichtigen sollte. Die Fachsprachprüfung ist keine medizinische Kenntnisprüfung. Bitte achten Sie mal genau darauf, was damit gemeint ist. Ist keine medizinische Kenntnisprüfung. Wenn ich mir aber viele Protokolle von Fachsprachprüfungen ansehe, dann stelle ich fest, dass es oft sehr grenzwertig ist und schon medizinische Kenntnisse verlangt werden. Naja, darüber kann man jetzt diskutieren. Man kann darüber diskutieren, ob man diese Kenntnisse beweisen muss in einem sogenannten Arzt-Arzt-Gespräch. Aber es heißt hier deutlich, die Erfahrungen aus den Prüfungen zeigen, dass zuallererst eine sattelfeste allgemeinsprachliche Qualifikation gegeben sein muss. Das ist eigentlich ganz logisch. Und dann geht es weiter, wie die Kurse gehalten werden und so weiter und dass die medizinische Terminologie eigentlich gar nicht dazugehört. Aber sehen wir uns das doch mal an, wie die Punkte vergeben werden. Hier ist zum Beispiel sind die Fachsprach-Dokumentationspunkte anbegriffen. Also Sie kriegen die meisten Punkte bei einer ausführlichen, klaren Aussage zu wichtigen Maßnahmen wie Therapie und ähnliches. Das finde ich ja schon ganz toll, aber das sind die meisten Punkte. Dann geht es um die Dokumentation, die Sie machen müssen, was Sie schriftlich bringen müssen. Diese Dokus enthalten korrekte fremdsprachliche Fachsprachwörter in angemessener Zahl. Das heißt also im Klartext, bitte verwenden Sie in Ihrer Dokumentation Fachsprachbegriffe so viel, wie Sie sie unterbringen können und wie Sie sie vertreten können. Also schreiben Sie nicht irgendwelchen Blödsinn da rein, sondern die Fachsprachbegriffe, die Sie kennen. Dann 2,5 Punkte gibt es bei Dokus, die zur externen Weitergabe geeignet sind. Das heißt, wenn man also Ihre Dokumentation an einen Dritten geben kann und er versteht, was Sie geschrieben haben, dann haben Sie 2,5 Punkte. Ein weiterer interessanter Punkt ist,
Die Dokus sollen mit der nötigen Detailtiefe verfasst werden. Dann kommt das Beispiel ziehende Schmerzen statt nur Schmerzen. Das heißt, sagen Sie nicht nur, er hat Augenschmerzen, sondern sagen Sie, er hat ein tränendes Auge und Schmerzen. So, dann 2,5 Punkte für Dokus, die grammatikalisch korrekt sind. Das halte ich schon ganz schön heftig bei einer Fachsprachprüfung, aber es wird halt hier auch die Grammatik gefordert. Dann gehen wir noch mal weiter. Wie sieht es dann aus bei dem Arzt-Patienten-Gespräch? Da sitzt Ihnen also ein Laiendarsteller gegenüber und mit dem sollen Sie sich unterhalten. Die meisten Punkte gibt es bei einer flexiblen, überschaubaren Gesprächsführung. Das ist wichtiger, als wenn Sie vorgegebene Schemata abarbeiten. So, dann hatte der Patient Verständnisprobleme, werden andere Erklärungen erfolgreich genutzt. Das heißt, der Schauspieler, der Ihnen gegenüber sitzt, wird plötzlich sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was Sie meinen, Herr Doktor. Erklären Sie mir das doch mal auf eine andere Art und Weise. Dann bekommen Sie 2 Punkte, wenn Sie einen anderen Erklärweg, das ist Behördendeutsch, erfolgreich nutzen. Dann sollen Sie halt auf die Patientenrückfragen eingehen und die Beantwortung der Patienten. Fragen sollen sprachlich richtig sein. Und so weiter und so weiter. Schauen Sie sich einfach mal an, lesen Sie sich in Ruhe durch. Hier sehen Sie den Prüfungskatalog. So, Arzt-Arzt-Gespräch, Lernziele, Sortierung nach Wichtigkeit, maximale Punktzahl ist erzielbar. Verwendung medizinischer Nomenklatur, Zahlen, Maßeinheiten flüssig und korrekt. Ich muss Ihnen sagen, da haben selbst viele Deutsche Probleme mit, das alles richtig einzusetzen. Aber das wird halt von den Ärzten verlangt. So viel zunächst mal zur Fachsprachprüfung. Dann komme ich doch noch mal auf ein anderes Thema. Und zwar haben wir immer wieder die Frage, welche Bezirksregierung, welche Approbationsbehörde dann für Sie zuständig ist. Mein Freund Teddy Schaller hat da eine tolle Karte zu entwickelt, die ich Ihnen gerne mal zeigen möchte. Und zwar sehen Sie hier Deutschland aufgeteilt in die Bundesländer und in der Karte ist dann auch eingezeichnet, welche Approbationsbehörde für Sie zuständig ist. Also zum Beispiel Bayern sehen Sie klar, das ist München, Baden-Württemberg ist Stuttgart, Nordrhein-Westfalen haben wir eine Besonderheit. Diese Besonderheit liegt darin, dass wir 5 Regierungsbezirke haben mit Köln, Arnsberg, Düsseldorf, Münster und Detmold. Und was jetzt neu ist, man geht hin und verlagert die Sachen einheitlich in die Bezirksregierung Münster, beziehungsweise richtet man dort eine spezielle Stelle ein, wo man dann anfragen kann und alle Anfragen, die Sie in Köln an eine der 5 Bezirksregierungen stellen, landet dann automatisch in Münster. So, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich jederzeit an. Sie können auch jetzt im Studio anrufen, wenn Sie wünschen, dass wir Sie live dazuschalten. Man kann das alles mal probieren. Wir testen da noch ein bisschen. Das wird noch alles ganz interessant werden. Ansonsten sind wir erstmal mit unseren Sachen durch. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und wir sehen uns wieder am nächsten Samstag.